Gut. Ja, heute geht's weiter mit meiner Interviewreihe und es haben sich ja ganz, ganz viele ein Interview mit meinem Vater gewünscht, Ralf Schmitz. Und ja, ich muss mit ihm ja kein Hangout machen, ich bin einfach mal bei ihm vorbeigefahren. Und ja, ich freue mich sehr, dass er mir heute ein Interview gibt. Sehr nett. Und Ralf, ich weiß, du laberst immer extrem viel. Und Vielen Dank, Laura. Die erste Frage ist nämlich, stell dich ganz kurz vor, wer bist du, was machst du? Also geh bitte nicht so in Detail, noch nicht den ganzen Aufsatz, weil ich stelle dir noch ein paar detailliertere Fragen. Also stell dich mal ganz kurz vor für die, die ihn vielleicht noch nicht kennen. Okay, ich bin der Ralf, bin 48 Jahre alt, verheiratet mit der besten Frau der Welt, betreibe seit 2007 Online-Marketing, seit 2008, Anfang 2008 mit dem Spezialgebiet Affiliate-Marketing. Da steckt auch meine Leidenschaft drin, ja, und lebe, arbeite, wohne in Florida, auf Mallorca und in Köln, wo du ja heute mich besuchst. Genau. Ja, und du hast jetzt schon erzählt, was du so machst und womit verdienst du denn genau dein Geld? Hast du eigene Produkte? Du hast ja gerade gesagt, Affiliate-Marketing machst du auch. Und wie verdienst du dann genau dein Geld? Auf der einen Seite mit eigenen Produkten zum Thema Affiliate-Marketing. Und die vermarkte ich wiederum mit Affiliates. Eigentlich habe ich seit 2011 weder PPC-Traffic über Facebook noch über Google oder sonstiges geschaltet, sondern mein ganzer Traffic kommt von einer quasi Affiliate-Armee. Sind alles digitale Produkte, Videokurse oder PDF-Reporte oder aber auch Workshops und Seminare. Und auf der anderen Seite habe ich mir natürlich im Laufe der Zeit große E-Mail-Listen aufgebaut und betreibe damit auch Affiliate-Marketing. Heißt, ich bewerbe die Produkte anderer Vendoren oder anderer Produkthersteller. Dort sowohl digital wie auch teilweise physische Produkte, wenn man jetzt von solchen DVD-Sets hier ausgeht oder aber auch ab und an mal zum Beispiel einen Tipp wie eine Kreditkarte oder sonstiges und bekomme dann für diese Empfehlungen, wenn die erfolgreich sind, Provision. Damit verdiene ich mein Geld. Ja, danke für die detaillierte Zusammenfassung. Und du warst ja jetzt nicht immer im Online-Marketing tätig. Nee. Und ich habe das ja auch eigentlich gar nicht so wirklich mitbekommen, wie so dein Anfang war. Ich war ja dann irgendwann total überrascht, als wir auf unserem ersten Event waren. Und ich gemerkt habe, dass du ja relativ bekannt bist und ich habe das nie mitbekommen, weil du nur im Schlafanzug vom Computer sitzt. Heute hat er sich mal angezogen und jetzt interessiert die anderen bestimmt mal, was hast du davor gemacht und wie ist es dann dazu gekommen, dass du in dieses Business eingestiegen bist und dir da was aufgebaut hast? Was habe ich vorgemacht? Ich fange mal ganz vorne an. Gelernt habe ich Dreher, heute wird es der Spannungsmechaniker genannt. Dann war ich in dem Beruf so circa 10 Jahre tätig und dann hatte ich auf einmal Bock, irgendwas anderes zu machen. Und genau in der Zeit hat dann ein Kumpel von mir ein Reisebüro eröffnet und ich habe da zuerst nebenberuflich an einem Samstags immer so 3-4 Stunden das Ganze dann gemacht im Reisebüro. Hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich vom Dreher zum Reisebüro oder zum Reisekaufmann gewechselt bin, da noch meine Lehre absolviert habe. Dann nach wieder so einem Step von 10 Jahren kam ein anderer Kumpel, hat eine Firma aufgemacht im Großhandelbereich, eBay und so weiter. Und dann bin ich dahin gewechselt und war zuständig für den Einkauf der Waren. Heißt, ich war unterwegs in komplett Europa eigentlich, habe Händler besucht, habe Lieferanten besucht, habe dort die Waren geordert. Und dann war 2006 abzusehen, dass die Firma nicht mehr lange läuft oder nicht mehr lange laufen kann, sagen wir es mal so, wegen Abmahnungen und so weiter und so fort. Und ja, dann habe ich mir Gedanken gemacht, der Traum von deiner Mama und von mir war ja dann irgendwann mal auszuwandern, auf Mallorca leben zu können. Und das kam für mich wiederum nicht in Frage als Arbeitnehmer. Fremde Sprache, fremdes Land, andere Sitten und so weiter.
Und von daher musste etwas her, was zeit- und ortsunabhängig ist oder war. Und so kam ich zum Online-Marketing. Ich habe dann einen ganz bekannten Doktor, Professor und so weiter und so fort gefunden, habe mir da einen kostenlosen Report runtergeladen, habe aufgrund dessen angefangen und innerhalb von 2 Wochen mein erstes Produkt gestartet. Ging zwar dann nicht direkt von Anfang an gut, aber mit ein bisschen Feintuning ging die Rakete ab. Ja, du hast also quasi von null gestartet. Deine Firma ist damals pleite gegangen, sozusagen, oder? Meine Firma war es ja nicht. Ich war ja angestellt. Die war auch noch existent, wie ich weg bin. Aber man konnte schon absehen, dass die nicht mehr lange läuft. Also die lag schon quasi am Boden. Und dann bin ich weg und habe dieses Online-Marketing von null auf gestartet, ja. Ja, cool. Und wie lange hast du dann gebraucht, bis du wirklich von deinen Einnahmen leben konntest, wo du gesagt hast, jetzt lohnt es sich für mich und ich kann all meine Rechnungen bezahlen? Hat extrem lange gedauert, circa 3 Monate. Heute im Nachhinein muss ich sagen, ich hatte sehr wahrscheinlich an vielen Stellen Glück. Richtige Zeit, richtiges Produkt, richtiger Anfang, richtiger Start, was auch immer. Ist sicherlich nicht üblich und vor allen Dingen auch nicht alltäglich. Aber bei mir war es damals so. Innerhalb von 3 Monaten hatte ich mehr Einnahmen mit dem Online-Marketing als in meinem Hauptjob. Und wie gesagt, am Ende war es einfach so Glück, richtiger Zeitpunkt etc. pp. Heute ist es mit Sicherheit einfacher von der Technik, weil es zum Beispiel WordPress gibt, es gibt Clicktip. Gab es damals alles nicht. Ich habe noch mit einem Offline-E-Mail-Marketing-Programm angefangen. War extrem teuer, also nicht wie heute Clicktip zum Beispiel für 27 Euro, sondern das hat richtig Schotter gekostet damals. Und bevor man ein Newsletter versendet hat, musste man sich zuerst mal mit dem Internet verbinden, musste die Adressen abrufen, die sich ausgetragen haben und erst dann konnte man versenden. Und war trotzdem noch in der Gefahr, dass in dem Moment, wo man abgerufen hat, bis man versendet hat, sich noch einer abgemeldet hat und so weiter und so fort. Also die Werkzeuge waren damals nicht so vorhanden wie heute. Allerdings ist dafür heute mehr Konkurrenz logischerweise da als damals. Ja, jetzt ist eine Frage, die mir ganz häufig gestellt wird. Wie lange braucht man denn heutzutage, um wirklich von den Einnahmen im Internet leben zu können? Und ich finde, das ist immer eine schwierige Frage. Weil das hängt ja auch immer von der Person selber ab, wie viel gibt die Person dafür, wie viel investiert die Person. Aber kannst du so Pi mal Daumen sagen, okay, wenn man jetzt davon ausgeht, derjenige ist motiviert und möchte ein bisschen was investieren, wie lange dauert das circa? Kann man wirklich nicht beantworten, ist unmöglich und hat viele Gründe. Von der Investition ist es extrem wenig, wenn man das mit einem anderen Business vergleicht. Ich würde sagen, mit maximal 200 bis 300 Euro kommt man schon sehr, sehr weit, wenn man die Tools wie... insgesamt würde ich sogar sagen. Okay. Wenn du anfängst, brauchst du zum Beispiel eine Domain. Vielleicht, noch nicht mal. Das Allerwichtigste ist, E-Mail-Marketing vom ersten Tag an zu betreiben. Und das ist auch im Endeffekt das Teuerste, wenn ich so ein System mir dann zulege. Und da ist ja dann monatlich zu zahlen. Aber grundsätzlich kann man keine Zeit sagen, weil viele Menschen kommen zu mir, zu dir ja auch mittlerweile, oder zu anderen Kollegen und sind total motiviert. Und dann könnte man aufgrund dessen sagen, okay, der schafft das in einer Woche, der hat das drauf, aber die scheitern schon an einem minimalen Hügelchen, bevor überhaupt mal ein Berg kommt und geben dann schon wieder auf, die Motivation lässt nach. Die haben also kein Durchhaltevermögen. Und da ist natürlich sehr, sehr schwer zu beurteilen bei jemandem, den man nicht kennt. Bei dir wusste ich, weil wir haben ja die räumliche Nähe, beziehungsweise wir sehen uns öfter, und ganz offen ehrlich gesagt, dir kann ich auch meinen Arsch treten, auf Deutsch gesagt. Macht er auch. Das ist bei Kunden allerdings etwas schwieriger, weil die sind ja weit weg, die können mir auch viel erzählen und viele lügen sich auch selber in die Tasche. Und wie gesagt, am Ende fehlt da einfach Motivation, die wirkliche Motivation und das Durchhaltevermögen. Die sind vielleicht Dienstag, Mittwoch motiviert, Donnerstag lässt schon nach. Freitag gehen sie lieber in eine Disco oder mit Kollegen Bier trinken, wie auch immer, anstatt sich hinzusetzen.
Wie ich angefangen habe, hatte ich ungefähr 10 Stunden war ich aus dem Haus raus. Bin morgens meistens 7, 8 Uhr mit dem Auto weg, nach Holland, Belgien, wo auch immer. Und war dann zwischen 18 und 20 Uhr zu Hause. Dann haben wir gerade Abend gegessen und dann habe ich mich nochmal 4 bis 6 Stunden an den PC gesetzt. Deswegen habe ich es auch vielleicht in 3 Monaten schaffen können. Dazu sind viele nicht bereit. Und da liegt schon mal das erste große Problem. Finanzielles Problem sehe ich keins, aber das nächste große Problem ist einfach, wir können auf die Entfernung nicht sagen oder beurteilen, wie jemand mit dem PC umgeht. Es gibt Menschen, die haben das drin, die können mit 10 Fingern schreiben, und es gibt Menschen, die arbeiten mit diesem 10-Finger-Suchsystem. Und da ist natürlich ein gravierender Unterschied vom zeitlichen, wenn du dem mit dem 10-Finger-Suchsystem etwas erklärst, der braucht wesentlich länger, das umzusetzen, als jemand, der mit 10 Fingern tippen kann. Ja? Und das kann man einfach nicht beurteilen auf die Entfernung. Da kann mir auch einer erzählen, was er will. Und dann gibt es halt auch die Menschen, die vielleicht sogar schon etwas älter sind. Mein ältester Kunde ist 82. Mein ältester Kunde, mit dem ich aktiv im Austausch stehe, ist 74. Der traut sich halt selber nicht mehr so viel zu, obwohl er es kann, trotz 10-Finger-Suchsystem. Und manchmal ist aber auch so, dass die Älteren besser unterwegs sind als die Jüngeren, manchmal andersrum. Und das ist halt für uns auf die Entfernung schwer zu beurteilen. Ja. Das sind die Gründe, warum man offen und ehrlich niemals sagen kann, wie lange es dauert. Wenn jemand es genauso durchzieht wie ich, dann würde ich auch heute noch sagen, hatte zumindest die Chance, es in 3 Monaten zu schaffen, sich ein bombastisches Nebeneinkommen aufzubauen. Und jetzt stellt sich dann immer wieder die Frage, was ist ein bombastisches Einkommen oder bombastisches Nebeneinkommen? Der eine ist mit 400 Euro zufrieden, der andere will 2.500 haben, und da liegt dann halt der nächste Unterschied. Und das ist relativ schwer zu sagen. Mhm. Eins ist aber klipp und klar und steht absolut fest. Wer von Anfang an richtig mit E-Mail-Marketing einsteigt und E-Mail-Marketing richtig betreibt, der schafft es schneller als jeder andere, und der wird es auf jeden Fall auch schaffen. Und damit meine ich aber vom ersten Tag an E-Mail-Adressen sammeln, egal auf welchem Weg, und diese dann auch regelmäßig anzuschreiben, weil viele machen einfach den großen Fehler und sagen, ach, ich schreibe die erste Mal an, wenn ich 500 Adressen gesammelt habe, sonst bringt es ja gar nichts. Problem ist dann, wenn ich so lange warte, dann wissen die Ersten schon gar nicht mehr, wer ich bin, was sie von mir bekommen haben und so weiter. Ich kann gar kein Vertrauen aufbauen. Wenn ich dann die erste E-Mail raussende, passiert in der Regel nichts. Das heißt, ich muss auch, wenn ich nur 1 oder 5 Leser in der E-Mail-Liste drin habe, regelmäßig meine Newsletter rausschicken. Und das verstehen viele nicht, verzichten entweder komplett auf E-Mail-Marketing am Anfang, sagen, ich baue zuerst mal oder schicke zuerst mal Traffic auf die Seite und so weiter. Das sind die Gründe. Und wie gesagt, am Ende ist E-Mail-Marketing der ausschlaggebende Punkt. Ja, haben wir ja bei mir auch gemerkt. Ich habe mich ja auch erst ein bisschen geweigert gehabt. Aber ich sag mal, Ralf hat mir dann so einen Arschtritt gegeben, dass ich dann doch relativ zügig damit angefangen habe. Und da hat man bei mir dann auch wirklich sehen können, dass nur symbolisch, bitte. Jetzt bist du ja relativ schnell erfolgreich geworden. 3 Monate ist ja extrem gut. Hattest du denn überhaupt Stolpersteine auf deinem Weg zum Erfolg oder lief das alles glatt bei dir? Nee, lief nicht. Es lief zwar vieles glatt, auch das mit Sicherheit eine Ausnahme. Aber mein erster Versuch ging komplett in die Hose. Ich glaube, es war am Donnerstag, dieses kostenlose E-Book gefunden, habe das durchgelesen, habe freitags angefangen umzusetzen, habe dann mein erstes E-Book erstellt, das aus satten 3 DIN A4 Seiten bestand. Da machen sich auch viele viel zu viel Gedanken, dass sie ein riesen E-Book schreiben müssen mit 200 Seiten. Punkt 1, liest es eh keiner. Punkt 2, brauchst du dann ewig, ehe du online bist. Ich habe ein E-Book erstellt, gibt es heute noch, das Geheimnis der großen Powerseller. Hatte zum Start 3 DIN A4 Seiten. Am Wochenende bin ich in die Vermarktung gegangen. Samstag, Sonntag ist gar nichts passiert. Dann habe ich mir dieses kostenlose E-Book nochmal durchgelesen und habe dann halt diese Sache mit Google AdWords nochmal aufgenommen, habe angefangen, Google AdWords zu schalten. Und am Ende der Woche war ich 1.000 Euro los und hatte 27 Euro Einnahmen. Das war mit ganz großer Sicherheit ein Rückschlag ohne Ende. Und diese 1.000 Euro waren ja auch unser Urlaubsgeld im Prinzip. Und das musste ich zuerst nochmal verschweigen.
Dann habe ich zuerst mal, ich drücke es immer so aus, zuerst mal eine Woche auf der Couch gelegen, geheult, Urlaubsgeld weg, das klappt alles nicht, alles Betrug und so weiter, alle die Lügen, alle. Und nach einer Woche bin ich aber aufgestanden und habe gesagt, wenn die es können, damals gab es 3, 4, vielleicht 5 Online-Marketer, die erfolgreich waren, wenn die das können und schaffen, dann schaffst du das auch. Dann habe ich mich nochmal hingesetzt, habe die Seite nochmal überarbeitet. Ich hatte schon gravierende Fehler bei der Domain und bei dem Namen des E-Books gemacht. Das hieß am Anfang Trendking. Hatte überhaupt nichts richtig mit dem Thema zu tun. War nur so ein trendiger Name irgendwie. Habe das umbenannt in das Geheimnis der großen Powerseller. Neue Domain genommen. Die Werbung etwas umgebaut. Und ab da ging es ab wie eine Rakete. Waren also 3 gravierende Fehler, die ich begangen habe. Vor allen Dingen natürlich auch nicht nach... In der Hälfte der Woche hätte ich die Google AdWords-Werbung stoppen müssen, hätte mir Gedanken machen müssen, habe ich aber nicht. Und das waren meine gravierenden Fehler, Stolpersteine und Hürden. Ja, was ich aber jetzt auch ganz cool finde, weil man bringt dich ja eigentlich nur mit Geld verdienen im Internet so in Verbindung. Du hast ja eigentlich mit einer ganz anderen Nische dann angefangen, ne? Wo ich heute auch noch unterwegs bin, hast du recht, dass viele das nur mit Geld verdienen im Internet oder Affiliate-Marketing in Verbindung bringen. Ich habe aber heute noch 3 oder 4 Produkte, die nichts mit der Geldverdienen-Nische zu tun haben. Ja, cool. Jetzt hast du eben schon gesagt, deinen Traffic bekommst du hauptsächlich durch deine E-Mail-Liste und die Affiliates, die da drin sind. Und viele Anfänger scheitern ja am Traffic. Du hast jetzt gesagt, du hast eigentlich nicht wirklich auf PPC gesetzt die ganze Zeit, weil du hast ja von Anfang an die Liste aufgebaut. Jetzt ist aber für viele halt das Problem, dass sie keinen Traffic bekommen, keine E-Mail-Liste haben. Sie fangen halt einfach an. Welchen Tipp gibst du denen da? Wo sollen die ihren Traffic herbekommen? Weil das ist ja eine Sache, ohne Besucher läuft nichts. Und viele haben vielleicht auch da nicht jetzt das notwendige Kapital. Hast du da ein paar Tipps, wo Anfänger guten Traffic herbekommen können? Ja, zuerst mal noch mal ganz kurz zurück zu mir. Ich habe die ersten 2,5, 3 Jahre viel PPC gemacht. Damals war aber auch bei Google noch alles erlaubt. Facebook gab es damals ja noch gar nicht. Und habe ja mit der Zeit erst diese Leidenschaft bzw. Fable für Affiliate-Marketing entdeckt. Und dann neben, dass ich selber als Affiliate tätig war, gemerkt, hey, mit Affiliates kannst du richtig guten Traffic generieren. Und habe dann das Ganze umgestellt. Und wie es dann 2010 anfing, bei Google extrem schwer zu werden, Anzeigen zum Thema Geld verdienen zu schalten, bin ich da komplett ausgestiegen, habe nur noch auf die Schiene Affiliate-Marketing quasi gesetzt. Und seitdem beschäftigt mich ja auch das Thema von der Seite der Kunden und für mich selber natürlich auch. Und zuerst mal muss man klipp und klar sagen, kostenlosen Traffic, wenn man als Unternehmer denkt, gibt es nicht. Weil wenn ich Traffic in Anführungszeichen kostenlos generiere, bin ich am Ende ja, ja zeitlich damit beschäftigt und ich muss ja als Unternehmer meinen Stundenlohn rechnen. Das tun viele nicht, auch wenn ich es verstehe, wenn am Anfang das Budget knapp ist, gar keine Frage. Ganz ohne Investition geht's aber meiner Meinung nach nicht. Viele lachen mich immer wieder dafür aus, also viele der Kollegen oder aus anderen Richtungen, aber ich empfehle am Anfang immer Viral-Mailer. Damit mietest du dir eine eigene Liste und damit kannst du dir deine eigene Liste aufbauen. Ohne jetzt ins Detail hier zu gehen, ist Viral-Mailer eine absolut geniale Möglichkeit zu starten. Die kosten natürlich Geld, aber hier kann man... Mit ganz kleinen Tricks clever arbeiten, dass es nicht zu viel kostet. Ich habe ja eben vor 2, 3 Fragen gesagt, maximal 200 bis 300 € kann man starten und Erfolg haben. Und bei den Viral-Mailern ist es ja so, die meisten kosten so um die 200 € im Jahr. Aber logischerweise nur dann, wenn man direkt für ein Jahr bucht. Am Anfang sollte man vielleicht hingehen und nur einen Monat buchen, dann sprechen wir von 37 € und nicht mehr von 197. Und wenn ich dann merke, hey, das klappt, das läuft, dann kann ich nach 2, 3 Monaten ein Upgrade auf die Jahresgebühr machen und spare dann. Viele wollen aber sich direkt draufstürzen, denken nur ans Sparen, wollen diesen Monat nicht investieren und kommen dann gar nicht dazu. Besser ist es, Viral-Mailer anmelden, zuerst monatlich zu zahlen, auch wenn die Gebühr dann fast doppelt so hoch ist, als wenn ich die Jahresgebühr nehme. Aber zuerst mal starten, klappt das Ganze, komme ich damit parat. Und dann kann man nachher ein Upgrade machen. Geht bei jedem System.
Aber das empfehle ich Anfängern immer zum Start, weil da kannst du aus dem Stegreif Traffic generieren. Mhm. Und die zweite Sache ist, je nach Thema, auf eBay Newsletter kaufen. Es gibt viele Anbieter, die betreiben E-Mail-Marketing und wissen nicht, was sie damit anfangen können. Die haben also keinen blassen Schimmer, wie Marketing funktioniert und verkaufen dann auf eBay ihren Newsletter an, zum Beispiel 3000 Leser für 10 Euro. Auch da kann man wirklich richtig guten Traffic generieren. Generell ist es, muss man offen und ehrlich sagen, bei Viral-Mailern so und auch bei Kauf von eBay-Newslettern, dass es am Ende kein hochkonvertierender Traffic ist. Spielt aber keine Rolle. Ich persönlich sage immer, ich muss nicht nur hochkonvertierenden Traffic, also nicht nur absolut klasse passenden Traffic generieren, sondern wenn ich 1000 Klicks bekomme und habe 3 Verkäufe, sind das genauso 3 Verkäufe wie andersrum, wenn ich hochkonvertierenden Traffic habe. Und das ist bei den Viral-Mailern so, muss man offen und ehrlich sagen, das ist kein super guter Traffic von der Qualität her, aber er bringt immer und immer und immer wieder Umsatz und neue Leads vor allen Dingen. Ja, das Wichtige ist halt auch bei diesen Viral-Mailern, dass man wirklich regelmäßig versendet. Ne? Genau. Ich muss da jetzt auch zugeben, war ich in letzter Zeit nicht so aktiv, aber als ich speziell auf Lead-Sammelsuche war, habe ich das regelmäßig betrieben und habe damals auch in der Anfangszeit über 400 Leads dadurch sammeln können. Gab es auch ein Webinar zu, könnt ihr mal gucken, ist auch im YouTube-Channel drin. Ja, und jetzt würde mich noch interessieren, wie stehst du zum Thema Outsourcing? Ich liebe es. Es ist ja, also das war zum Beispiel auch ein Punkt, den gab es 2007, wo ich angefangen habe, ja gar nicht. Oder nur minimal und vor allen Dingen sehr teuer. Heutzutage ist Outsourcing ja extrem günstig. Und es ist eine super gute Möglichkeit, eine Firma breit oder ein Unternehmen, was auch immer, breit aufzubauen, ohne feste Mitarbeiter beschäftigen zu müssen. Heißt, viele denken bei einem Unternehmen immer direkt daran, ich muss eine Sekretärin anstellen, ich muss einen Techniker anstellen. Absoluter Quatsch, ich nutze Outsourcing und miete mir diese Mitarbeiter stundenweise oder tageweise, je nachdem, wie ich sie brauche. Ich zum Beispiel habe ein Office, ein Telefon-Office. Die Nummer ist auf jeder Webseite drauf, da kann angerufen werden. Da gehe ich natürlich nicht selber dran, sondern da geht eine Sekretärin im Prinzip dran. Und das sind zum Beispiel ein Service, der kostet im Monat 40 Euro. Die Leute rufen an und ich bekomme dann eine E-Mail, was die Leute möchten, kann denen per E-Mail antworten oder lasse dann wieder jemanden zurückrufen. Und da sprechen wir von 40 Euro im Monat, ja. Oder ich benötige ein Cover oder sonstiges. Ich will jetzt nicht auf die ganz billige Schiene mit Fiverr hier eingehen, aber für ein Cover bezahle ich in der Regel zwischen 30 und 40 Euro, wenn wir jetzt mal Fiverr außen vor lassen, bei einem deutschen ausgebildeten Designer. Kann ich für diesen Preis niemals selber machen. Und das zieht sich durch die Bank durch, WordPress-Installationen, was auch immer. Und ich benötige keinen Festangestellten, ich gehe kein Risiko an, habe kein Risiko ein, habe keine Sozialabgaben und so weiter zu zahlen. Deswegen ist Outsourcing das perfekte Ding überhaupt. Okay, und gibt es auch so 3 Lieblingstools von dir, wo du sagst, darauf würde ich nie wieder verzichten, arbeite ich jeden Tag mit, muss jeder haben? Tools meinst du, hast nicht Outsourcing, sondern einfach, genau, die ich anwende? Genau. Für mich persönlich ganz klar E-Mail-Marketing, Klicktipp. Zweite ist Leadpages. Und das dritte, ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich Digistore, weil du keine Rechnung schreiben musst. Gut, wenn du das unter Tools siehst, natürlich Digistore. Ich habe auch von Anfang an auf solche Systeme wie Digistore gesetzt, habe also 2007 schon mit ShareIt, heute heißt es MyCommerce, glaube ich, angefangen und bin dann zu Clickbank und dann nachher zu Digistore. Das ist ein Traum, ist einfach ein Traum, das ist ja auch Outsourcing in gewisser Weise, indem ich sage, okay, ich zahle ein paar Prozent oder gebe ein paar Prozent pro Verkauf ab, da zahle ich ja wirklich nur pro Verkauf und nicht, wenn nichts passiert halt. Logischerweise und auch keine Grundgebühren. Und Outsourcing in dem Sinne, dass die Rechnungen komplett geschrieben werden, Überweisungen gemacht werden, etc. pp.
Natürlich mega, gar keine Frage. Ja, die einen lieben es, die anderen hassen es, Social Media. Wie stehst du dazu? Ich hasse es, wie die Pest. Okay, er hasst es, aber er betreibt es. Ja. Findest du es ein notwendiges Übel? Oder denkst du, man kann es auch weglassen? Nein, es ist ein notwendiges Übel. Du musst es machen. Beziehungsweise, sagen wir es mal andersrum. Je nachdem, was man erreichen möchte, muss man es machen. Vertrauen spielt eine ganz, ganz große Rolle, wenn man etwas verkaufen möchte oder auch empfehlen möchte als Affiliate im Ende. So, und heute ist es so, die User kommen auf eine Webseite, auf einen Online-Shop, was auch immer, und zuerst mal gucken die, finde ich darüber in Facebook was. Wenn sie da nichts finden, gehen sie vielleicht zu Twitter, Instagram, Google Plus, wie auch immer, aber zuerst mal wird geschaut, kann ich dem vertrauen. Wenn du nicht in Social Media zu finden bist, ist das schon mal ein Grund, dir nicht zu vertrauen. Also notwendiges Übel, sich da zu präsentieren. Zum Zweiten erreicht man natürlich wahnsinnig viele Leute über Social Media, gar keine Frage. Von daher ist es, wie gesagt, für mich ist es ein notwendiges Übel. Andere machen komplett ihr Business auf dieser Schiene, dass sie nur mit Social Media Besucher generieren. Und Social Media ist natürlich auch gut dafür, um Leads zu generieren, sprich seine E-Mail-Liste aufzubauen, gar keine Frage. Aber es ist doch brandgefährlich in Bezug auf Shitstorms, wenn ein Kunde mal nicht zufrieden ist, obwohl man gar nichts selber dafür kann. Ja, und es ist sehr zeitintensiv. Das heißt, man sollte oder muss sich schon eine gute Strategie überlegen, zum Beispiel mit Outsourcing. Kommen wir auf das Thema Inder über Outsourcing, wo viele immer schimpfen, man kann die doch nicht ausnutzen oder sonstiges. Ich habe jemanden, der meinen Social Media Accounts betreut, der täglich 3 oder 4 Postings absetzt und er bekommt im Monat dafür 230 Euro an Lohn. So, dafür hat er eine 40-Stunden-Woche. Macht er aus Indien, brauche ich auch wieder keinen festen Mitarbeiter. Aber mit diesem Geld, mit diesen 230 Euro, ernährt er eine ganze Familie. Das ist im Verhältnis gesehen wie ein Lohn von 4.000 netto in Deutschland für die 230 Euro. Und damit kann man da gut arbeiten, sollte sich aber von vornherein Gedanken machen, wie mache ich das, um da nicht zeitlich zu stark eingebunden zu sein. Und viele... Das ist ja wahrscheinlich auch eine sprachliche Barriere dann, ne? Teilweise ja, aber es gibt Outsourcing-Plattformen, wo du Inder findest, die auch Deutsch sprechen, zumindest ein bisschen, damit du das im Prinzip kommunizieren kannst. Da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Du kannst mit Google Übersetzer arbeiten, reicht für solche Sachen definitiv aus, da sprechen wir ja nicht von Datenbanken oder sonstiges. Und es kann ja jeder sehen, weil du musst ja zuerst mal selber eine Strategie finden und die musst du zuerst mal umsetzen und testen. Und jeder halbwegs, der ein bisschen mit Marketing oder mit Social Media zu tun hat, kann das ja weiterführen. Auch ein Inder oder ein Englischsprachiger oder ein Fremdsprachiger. Es ist aber jetzt ja auch nicht so, dass du dich komplett da rausziehst. Man sollte ja auch schon reagieren. Ne? Wenn da jetzt Kommentare kommen, sollte man auch mal antworten. Also das machst du schon. Ne? Dass du so ein bisschen Kontakt zu deinen Fans hast bei Facebook, zu deinen Freunden, ja, oder? Das ja, da ist natürlich auch der, wie gesagt, der Grund, warum es eigentlich ein notwendiges Übel beziehungsweise auch ein Marketinginstrument ist, um den Kontakt mit Fans zu halten, um neue zu gewinnen, gar keine Frage, weil es einfach ein Statement ist, auf Facebook dabei zu sein oder da auch mal zu kommunizieren. Wo ich allerdings abraten muss, ist wirklich zu reagieren, wenn du negative Kommentare auf deiner Facebook-Pinnwand, wie auch immer, bekommst, gibt es 2 Gesetze. Einmal, nicht löschen. Zweitens, nicht antworten, weil du bekommst nie recht. Mhm. Ja? Das ist ein Lernfaktor. Ich glaube, da muss auch jeder irgendwie durch, ehe er das begreift und auch merkt, dass es falsch ist. Man kann zum Telefonhörer greifen, denjenigen, der einen schlechten Kommentar oder einen Shitstorm angezettelt hat, mit ihm telefonisch besprechen, was ist das Problem, warum ist das so entstanden, aber niemals direkt auf Facebook oder in Social Media, aber auch nicht auf seinem eigenen Blog in den Kommentaren reagieren, weil da bekommst du nie recht und das löst meistens sogar eine Lawine aus. Irgendwann geht es gar nicht mehr um den ursprünglichen Post oder negativen Kommentar, sondern
dann haben sie keine Argumente mehr und dann geht es irgendwo weiter, was auch immer, weil du nur Fake-Schuhe anders, keine Ahnung. Irgendwas finden die immer. Ja. Und das macht dich nervlich und vom Mentalen her, oder kann zumindest dich kaputt machen. Ja, kenne ich. Ich habe mich ja anfangs auch da total reingesteigert immer, zum Teil auch heute noch. Aber man muss dann wirklich halt hart bleiben und nicht antworten. Das fällt einem manchmal schwer und wahrscheinlich wird auch jeder den Fehler machen, da irgendwann einmal zu antworten. Aber ich habe es einmal gemacht und habe dann leider sagen müssen, okay, Vater, hast recht gehabt. Ja, was ist denn für dich der größte Vorteil an deinem Online-Business? Zeitunabhängig, ortsunabhängig. Ich kann da arbeiten, wann und wo ich will, wenn ich richtig organisiert bin. Das ist auch ein Faktor, wo viele dran scheitern an der Organisation, aber das sind für mich die zwei wirklich größten Faktoren oder das, was ich am meisten liebe. Neben natürlich, dass ein Online-Business skalierbar ist, anders als ein Offline-Unternehmen. Wenn ich eine Boutique oder eine Eisdiele aufmache, dann kann ich die nicht ewig nach oben skalieren, dann muss ich die Räume vergrößern, was auch immer. Im Online-Business ist das wirklich ohne Probleme und auch ohne weiteren Aufwand möglich. Ob ich jetzt 10 Produkte am Tag verkaufe oder 50, bleibt für mich der gleiche Aufwand. Sprich Automatisierung, Outsourcing, Digistore und so weiter. Die Tools sind einfach da und das ist meiner Meinung nach nur im Online-Marketing möglich. Das sind für mich die absoluten Highlights. Neben dem, dass man natürlich wahnsinnig gutes Geld verdienen kann und wie gesagt an jedem Ort der Welt, wo es Internet gibt, arbeiten kann. Gibt es denn für dich auch Nachteile, wo du sagst, das war vielleicht in deinem Offline-Job dann doch besser? Nicht wirklich. Also würde mir jetzt auf Anhieb keins einfallen. Nee. Okay. Ja, dann kommen wir auch schon zur letzten Frage vom offiziellen Part. Du weißt ja, bei mir gibt es noch das Poesiealbum. Worauf können wir uns denn in der nächsten Zeit von dir freuen? Steht irgendwas an? Ja, natürlich steht irgendwas an. Bei Ralf Schmitz steht immer irgendwas an. In naher Zukunft oder in wenigen Wochen stehen die Affiliate Days an. Die größten und besten Affiliate Days, die es jemals gab, sage ich natürlich jedes Mal die besten, gar keine Frage, weil ich selber überzeugt bin von dem, was ich da tue. Aber dieses Mal gibt es wirklich auch mit Abstand die größten, doppelt so viele Teilnehmer wie bei den letzten Affiliate Days. Und auch der Zuspruch und die Nachfrage nach den Affiliate Days zeigen das. Und ja, für alle, die nicht wissen, was die Affiliate Days sind, ist mein eigenes Event, Affiliate Days von Affiliate Marketing. Ist ein 2-Tages-Event, findet dieses Jahr in Köln statt, im Marriott Hotel. Das erste Mal mit 400 Teilnehmern. Wir haben, ich glaube, jetzt würde ich nicht lügen, 15 oder 16 Speaker, vielleicht sind sogar 17. Es ist ein No-Pitch-Event. Heißt, es wird nichts verkauft. Es wird nichts von der Bühne runter verkauft. Es gibt reinen Content. Die Affiliate Days 2016 haben das Motto Motivation meets Strategie. Heißt, es gibt immer einen Vortrag zum Thema Motivation und danach einen Vortrag zum Thema Strategie. Dann kommt wieder Motivation und so weiter. Dafür haben wir wirklich exzellente Speaker dieses Jahr dabei. Zum Beispiel präsentieren wir Laura Geisel. Die sich jetzt schon in die Hose macht, weil so viele Zuschauer da sein werden. Also wer das gerne sehen möchte, es gibt noch ein paar Tickets. Ne? Ja, es gibt noch ein paar Tickets. Wobei sie das wirklich sehr, sehr gut macht und auch kann. Dann haben wir Edgar Itt als Eröffnungsspeaker, der Mentaltrainer der deutschen Olympianationalmannschaft oder deutschen Leichtathletik-Nationalmannschaft. Selber Olympiamedaillengewinner, ein gigantisch guter Vortrag, ich kenne ihn ja selber schon, sonst hätte ich ihn nicht verpflichtet. Dann jede Menge andere, zum Beispiel auch direkt aus meinen Produkten heraus, Menschen, die aus meinen Produkten heraus den Erfolg geschafft haben, wie Bea Pirscher, dann haben wir Ivan Galileo für das Thema Videomarketing, wir haben Wolfram Anders für Motivation, Mentales und so weiter. Wir haben den Ralf Schmitz für das Thema Affiliate Marketing und Traffic. Oliver Wermeling macht noch einen Bonus-Workshop mit den Teilnehmern. Gibt es ein kostenloses Handbuch noch dazu. Ich will jetzt hier niemandem auf die Füße treten, niemanden vergessen. Wir haben Rainer von Massenbach, den Erfinder von Webinaris, da.
Also eigentlich ist jeder wichtige Mensch aus dem Online-Marketing auf deinem Event. Ob genau. jetzt auf der Bühne oder als Zuschauer auch, sind wirklich auch ganz, ganz viele da, die jetzt nicht auf der Bühne stehen, aber trotzdem im Online-Marketing sehr bekannt sind. Zum Beispiel Sai Chiripur kommt auch, da freue ich mich besonders drauf, dass ich ihn zum ersten Mal live sehen kann. Also wenn man wirklich im Online-Marketing Fuß fassen möchte, da sind wirklich alle Leute auf einem Haufen und auch greifbar und da kann man die Fragen stellen. Und das ist auch so das, was ich häufig gefragt werde: Hör mal, Laura, wie kriegst du eigentlich die ganzen Interviewpartner? Weil ich eben auf solche Events gehe, mich da vorstelle, ist mir anfangs auch super unangenehm gewesen, weil ich nicht wusste, was sagst du jetzt und wie stellst du dich vor. Aber tatsächlich erwiesen, dass das halt wirklich was bringt. Du bekommst Kontakte, kannst netzwerken und was ich halt auch häufig gefragt werde, wie kriegst du überhaupt von den Launches mit? Ja, weil ich zu den Leuten gehe, sage, ich habe eine E-Mail-Liste, ich möchte gerne Produkte bewerben, habe Interesse an guten Produkten und dann sagen die mir auch Bescheid. Und für sowas sind die Events einfach nur mega geil, weil da jeder greifbar ist und die Leute werden sich auch eher an dich erinnern, als wenn du ihnen jetzt einfach nur eine Nachricht bei Facebook schreibst oder eine E-Mail. Und das ist halt eben so der Hauptgrund für mich, auf solche Events zu gehen, neben dem natürlich krass geilen Content. Ja, unter anderem im Publikum, also ich führe das gleich noch ein bisschen weiter, ich will nur nicht vergessen, unter anderem im Publikum, Dirk Kräuter, Verkaufstrainer, dann haben wir den Oliver Geiselhardt, Deutschlands Gedächtnistrainer Nummer 1, laut ZDF. Dann haben wir da, der Erik Kronert wird da sein. Mein uralter Bayern-Freund Joschi Haunsberger wird da sein. Den musste ich jetzt hier erwähnen. Also auch, und viele, viele andere sind wirklich im Publikum. Und was Laura gerade sagte, eigentlich ist es Blödsinn, hier die Speaker so rauszuheben oder zu erwähnen, weil das Gigantische an diesen Events, wie auch den Affiliate Days, ist das Netzwerken. Und darauf kommt es an. Da siehst du die Leute live, da kannst du mit denen reden. Da bekommst du die Kooperationen, wie jetzt ich zum Beispiel. Meine 10 besten Affiliates, die den meisten Umsatz bei mir tätigen, habe ich alle offline kennengelernt und nicht online. Die habe ich alle auf solchen Events wie Affiliate Days, Affiliate Tactics, IMK, was es da auch immer gibt, kennengelernt und nicht am PC auf der Couch. Leute, ihr müsst raus für solche Sachen. Klar, ich will mein Event voll haben und mache jetzt hier Werbung für die Affiliate Days, aber das ist der Hebel. Netzwerken vor Ort, das ist das, was absolut diese Events ausmacht. Und dieses Mal 400 Online-Marketing-Bekloppte in einem Raum 2 Tage lang. Da müsst ihr hinkommen. Es gibt noch circa, Laura hat mich eben gefragt, ich weiß nicht genau, circa 70 Tickets gibt es noch. VIP ist leider ausverkauft, da kriege ich nichts mehr rein, der ist bis zum Brechen voll, weil es da eine Abendveranstaltung gibt und die gibt halt nun mal nur eine gewisse Personenzahl her. Aber es gibt noch ca. 70 Tickets und dann sehen wir uns in Köln im April bei den Affiliate Days. Ja, ich freue mich auf jeden Fall schon. Ich bin froh, wenn mein Vortrag rum ist, weil dann kann ich das Ganze dann auch richtig genießen. Letztes Jahr wollte sie noch als Letzte auftreten. Ja, diesmal bin ich ganz am Anfang, weil ich gesagt habe, ich möchte dann einfach das genießen, viel quatschen können. Und ja, ich freue mich auch, dann Leser von meinem Blog dort zu treffen und dann auch wirklich mal ein Gesicht zum Namen zu haben. Ja, wird auf jeden Fall geil. Den Link zu Affiliate Days gibt es auch unter diesem Video. Seid am besten schnell, weil wie gesagt sind nur noch 70 Tickets, circa da, die sind dann am Ende, glaube ich, schneller weg, als man gucken kann. Und ja, dann freue ich mich, euch da kennenzulernen, mit euch zu quatschen. Bier trinke ich nicht, aber eine Cola zu trinken, das wird bestimmt fett. Ja, wir sind mit dem offiziellen Part durch. Red Bull bin ich auch immer sehr offen für. Ja, der offizielle Part ist durch. Ralf, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, weil es haben wirklich extrem viele gefragt, wollen uns alle irgendwie vor der Kamera zusammen sehen. Genau, voll lustig. Und jetzt kommt noch der Poesie-Alben-Teil. Jetzt würde mich interessieren, was ist dein Lieblingsbuch? Du liest ja viel, wie man sieht. Die 4-Stunden-Woche von Tim Ferriss. Die 4-Stunden-Woche, Klassiker. Das stelle ich bei allen Interviews fest. Jeder hat es irgendwann gelesen, ne? Ja, sollte. Zumindest, wenn er noch nicht gelesen hat, jetzt sofort unter dem Video den Affiliate-Link zur 4-Stunden-Woche klicken. Affiliate-Link von Laura natürlich. Und die 4-Stunden-Woche bestellen. Ja, das war auch das erste Buch, was ich von Ralf rübergeschoben bekommen habe und wo das bei mir auch so langsam dann anfing. Was ist denn dein Lieblingsfilm?
Lieblingsfilm? Steve Jobs im Moment. Okay. Und dein Leibgericht? Da gibt's einige. Chipirones. Mhm. Okay, jetzt noch eine Frage nebenbei. Du hast ja extrem viel abgenommen und mich haben voll viele Leute gefragt, wie du das gemacht hast und ich konnte da gar keine Antwort drauf geben. Ich glaube, du hast die Kohlenhydrate weggelassen, oder? Ja, dieses Buch, das ist das zweite Lieblingsbuch von mir. Auch den Link macht Laura mit Sicherheit unter dieses Video. Der 4-Stunden-Körper von Timothy Ferris und da geht es nicht um Low Carb, sondern um Slow Carb. Und daran habe ich mich gehalten. Dann geht es wieder, bei Tim Ferris geht es ja immer um Zeitoptimierung und so weiter. Und auch hier ist eine Zeitoptimierung. Er hat Slow Carb zusammengestellt mit 6 Lebensmitteln, die man untereinander mischen kann, aber sich wirklich im Laden keine Gedanken mehr machen muss, was koche ich denn heute, was esse ich morgen. Sondern du kaufst immer nur diese 6 Lebensmittel quasi und kombinierst sie untereinander. Ja, damit habe ich es geschafft. Ganz easy eigentlich. Nach, ich glaube, gefühlten 15 Jahren mal wieder unter diese ominöse Grenze zu rutschen, habe ich vorher wirklich nicht mit keiner Variante geschafft. Mit dem 4-Stunden-Körper, neben der 4-Stunden-Woche und dem neuen Buch von Timothy Ferris, der 4-Stunden-Küchenchef, damit habe ich es geschafft. Ja, man sieht, du bist ein Timothy Ferris-Fan. Definitiv. Und man sieht ja auch, dass das, was du von ihm umgesetzt hast, wirklich alles so stimmt und funktioniert. Also sollte man sich, wenn man gerne abnehmen möchte, vielleicht auch mal den 4-Stunden-Körper angucken. Ist ganz easy. Vor allen Dingen, man hungert nicht ein einziges Mal. Du kannst so viel essen, wie du willst. Irgendwann ist natürlich, wird es automatisch weniger, aber du hungerst wirklich nie. Und das ist ein gigantisches Ding eigentlich. Mhm. Ja gut, ich brauche es zum Glück noch nicht, aber dann wissen wir Bescheid für die Zukunft. Genau, Buch ist ja da. Wer ist denn dein größtes Vorbild? Gibt es eigentlich so nicht größtes Vorbild. Gibt einige, wo ich mir bestimmte Sachen von rausziehe, aber das größte Vorbild an sich gibt es nicht. Mhm. Und was ist dein Lieblingsspruch? Gib jedem Tag die Chance, der Schönste deines Lebens zu werden. Mhm. Okay, und welches Fach mochtest du in der Schule überhaupt nicht? Physik und Chemie. Ich auch nicht. Und was möchtest du werden, wenn du noch größer bist? Online-Marketer. Okay, interessant. Also soll alles so bleiben, wie es ist, denke ich mal. Also ich wollte nichts anderes mehr machen. Ich könnte mir im Moment nichts anderes vorstellen, was mir mehr Spaß machen würde. Ja, cool. Ja, Ralf, dann sind wir durch. Ich danke dir ganz herzlich. Ich werde jetzt mit der Mama shoppen gehen. Du kannst noch ein bisschen schaffen. Ich wünsche euch viel, viel Spaß beim Shoppen. Und viel Erfolg beim Shoppen. Danke. Und natürlich sehr, sehr gerne geschehen. Ja, und dann danke ich euch auch fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns auch in den Philly Days. Link ist wie gesagt unter dem Video. Und ja, Ralf, wir sehen uns sowieso. Ostern steht ja vor der Tür. Und falls wir nichts mehr voneinander hören, wünsche ich euch auch ein schönes Osterfest. Von mir auch. Frohe Ostern, viel Erfolg in der Zukunft, lest fleißig Lauras Blog weiter und klickt fleißig die 3 Links unter diesem Video. Ciao, frohe Ostern, bis zum nächsten Mal. Tschö.